Der Friseurmeister Fritz Vollmer kann nicht verhindern, dass seine beiden Töchter eigene Wege gehen. Susanne arbeitet als Zimmermädchen im Parkhotel und Viktoria hat nach ihrer Scheidung von dem Generalssohn Walter Bielstock eine Stellung bei einem Industriellen gefunden. Auf Wunsch eines Geschäftsfreundes ist sie mit Trübel ins Ruhrgebiet gereist, das von den Franzosen besetzt ist. Es kommt zu einem Zwischenfall, der Viktoria arbeitslos macht. Warten, Chef. Entschuldigung, aber der Wecker ist nicht geöffnet. Bleibt gleich hier, Grete, das geht dich auch was an. Machen Sie es doch kurz und schmerzlos. Sie wollen uns kündigen, schon kapiert. Ich will nicht, ich muss. Sie sehen es ja, früher waren ja um diese Zeit alle Stühle besetzt. Aber wer lässt sich schon für Millionenbeträge die Haare schneiden? Da kauft er sich ja lieber was zu essen. Aber ich kriege doch nirgendwo anders Arbeit. Nun heulen Sie doch nicht. Sie bleiben natürlich. Brauchst du für den Damensalon? Gott sei Dank. Ja, ja, Damenfrisier hätte man lernen sollen. Deine Witze werden dir schon vergehen, wenn du erstmal stempeln gehst. Es tut mir leid. Aber ich hoffe, die Zeiten werden auch mal wieder anders. Alle reden schon von Währungsreformen. Im Satz ist noch Material für mindestens 20 Spalten Feuilleton. Die Fahnen hängen da und auf meinem Schreibtisch gibt es einige Dinge, die die Gabi dann zurückschicken kann, ja? Eine Frau Bielstock möchte Sie sprechen. Na nur, was will die denn hier? Wenn Sie es nicht wissen? Stell dir vor, ich weiß es wirklich nicht. Herr Secke, ich bin sicher, Sie werden mich während meines Urlaubs so gut vertreten, dass ich bei meiner Rückkehr rausfliege. Hoffentlich will ihr auch mal weiterkommen. Ausgerechnet in Baden-Baden? Guten Tag. Guten Tag, Doktor. Jetzt bin ich aber gespannt, was Sie hier wollen. Im Grunde weiß ich selbst nicht so genau, aber in meiner Situation muss man alles versuchen. In welcher Situation sind Sie denn? Ich bin arbeitslos und suche Arbeit. Ich bin sogar bereit, wieder als Krankenschwester zu arbeiten, obwohl mir davor graut, weil für mich wäre das die Fortsetzung des Kriegs. Aber inzwischen ist der Beruf auch überlaufen, die vielen Kriegsschwestern. Und jetzt suchen Sie meinen Rat? Ja, es war so eine spontane Idee. Ich kam gerade am Verlag vorbei und da habe ich an Sie gedacht. Ich schmeichle für mich. Ich habe gedacht, Sie kommen doch so viel rum und vielleicht hätten Sie was gewusst. Ja. Natürlich beschäftige ich mich mit dem Problem der Arbeitslosigkeit. Das spielt ja auch im idyllischen Baden-Baden eine wichtige Rolle. Was kann ich Ihnen raten? Sie waren natürlich schon mal im Arbeitsamt. Nein. Dann will ich an Ihrer Stelle mal hingehen. Ja, ja, natürlich, das mache ich, sobald ich zurück bin. Also Sie verreisen? Ja. Ein Bekannter hat mich eingeladen nach Berlin. Raten Sie mal, wo ich heute Nacht hinfahre. Berlin? Vielleicht sollten wir mal zusammen ausgehen, falls Ihr Bekannter nichts dagegen hat. Ja. Wissen Sie schon, wo Sie wohnen? In der Pension Hollander, in der Giesebrechtstraße. Und Sie? Ich bin im Hotel Adlon. Sie können ja mal anrufen. Im Adlon? Ja, wieso? Das ist natürlich für jemanden, der Arbeit sucht, genau die richtige Herberge. Natürlich Berlin. Theater, Kabarett, Nachtleben, Schwurf. Finde ich alles nicht so wichtig. Ich will spüren, was für eine Luft in diesem politischen Hexenkessel weht. Streiks, politische Auseinandersetzungen, Arbeitslose vor den Stempelstellen. Der Bodensatz des Krieges als Krüppel und Bettler auf der Straße, das will ich sehen. Verstehen Sie? Ich will nicht nur immer darüber was lesen und hören, ich will das sehen. Der engagierte Journalist, brav, brav. Mich würde allerdings noch interessieren, wie Sie die Reise finanzieren wollen. Ich habe doch für den internationalen Pressedienst in Berlin ab und zu mal was geschrieben. Mit Ihrer Genehmigung übrigens. Ich weiß. Einige Sachen sind in der Schweiz nachgedruckt worden und ich bin glücklicher Besitzer von ein paar Schweizer Franken. Gratuliere. Dann wünsche ich Ihnen eine gute Reise. Danke. Außerdem sollen Sie wissen, dass ich neidisch bin. Musik.
Bertha. Mein Name ist Dr. Wolf, Zimmer 5. Angenehm. Wollen Sie Kaffee oder wollen Sie Tee? Ach, Kaffee. Ich würde sagen Tee. Der Kaffee ist plörre. Na schön, beim Tee. Mir bleibt ja gar keine andere Wahl. Guten Morgen allerseits. Morgen. Ich wünsche einen schönen guten Morgen. Na, Dr. Wolf, wie gefällt Ihnen das Zimmer? Danke, ja. Ah, Fräulein Taschner, ich muss Sie daran erinnern, dass Logis und Frühstück im Voraus bezahlt werden müssen. Wenn Sie also noch bleiben möchten. Ja, Frau Fleur, ich möchte noch bleiben. Aber ich kann erst heute Nachmittag bezahlen. Ich kriege nämlich meine Gage. Erst am Schluss der Aufnahmen. Na gut, ich verlasse mich darauf. Tut mir leid, Herr Doktor, aber ich muss um tägliche Vorauszahlung bitten. Bei der Inflation komme ich sonst nicht zurecht. Nach dem Frühstück ist das recht so? Bitte, bitte. Lassen Sie sich nicht stören. Herrschen ja strenge Sitten hier. Hm? Ja. Wenn ich bezahlt, der... Eine Bekannte von mir? Rausgeflogen? Ja. Ich habe da eben sowas gehört von Aufnahmen. Sind Sie Filmschauspielerin? Ja. Wir drehen heute beim Charlottenburger Schloss. Ah, das ist ja interessant. Mein Name ist Wolf. Ich bin Journalist. Journalist? Oh. Wollen Sie etwa ein Interview von mir? Da kann ich aber leider noch nicht viel sagen. Dies ist nämlich meine erste größere Rolle. Na, dann toi, toi, toi. Danke. Haben Sie die genaue Uhrzeit? Mhm. 10:08. Entschuldigung. 10:08. Oh, da muss ich aber rennen. So, Herr Doktor. Wie heißt denn die junge Dame? Kita Taschner. Hübsches Mädchen, wa? Ist aus gutem Hause. Wird bestimmt mal ein Star. Das ist Tee. Ja. Ich habe gehört, Sie sind die ganze Nacht durchgefahren. Mhm. Na, wenn ich Sie wäre, würde ich erst mal an der Matratze lauschen. Ja, deswegen bin ich eigentlich nie nach Berlin gekommen. Sondern? Kann ich Ihnen dienen, mein Herr? Schreibe alles diskret und billig. Tut mir leid, kein Bedarf. Waren Sie schon als Lehrer tätig? Nee. 2 Jahre Bürogehilfe, Laufbursche und Gepäckträger. Das reicht wenigstens für eine Arbeitslosenunterstützung. Was für ein Examen haben Sie gemacht? Doktor der Philosophie, mein Herr. Aha. Das bin ich auch. Wovon leben Sie denn? Noch bin ich Redakteur in Baden-Baden. Ah, bürgerliche Zeitung. In dieser Gegend sehr unbeliebt, weil sie die streikenden Arbeiter aufgehetzten Pöbel genannt haben. Hier, nichts für Unmut. Unsere Kollegen? Sie werden sich wundern. Ich nehme sogar Almosen. Besten Dank. Nichts zu danken. Viel Glück. Aber meine Herrschaft, nur die Strenge. Kommt ja jeder, wann er war. 5.444.000. 1, 2, 3, 400, jawohl. Danke dir, der Nächste bitte. Ja, von der Kinder, von der Jungen, von der Schule wieder. 430 Gold dazu. 400.000, jawohl. 1, 2, 3, 4, danke dir. Wenn die Direktion aussperrt, dann will sie nicht mehr verhandeln. Und dann verhandeln wir auch nicht, dann ist der Ofen endgültig aus. Und wenn der Betrieb dabei kaputt geht, was ist dann? Kann uns nicht interessieren, wir sind doch schon kaputt. Genau. Wenn du mit der Lohntüte nach Hause kommst, was hast du denn da drin? Immer noch einen Plan. Im Dienst waren wir nicht mehr drin, hast, weil du alle versäumt. Wir haben die Gäste, was du machen kannst, Mann. Lass uns aber ruhig. Heute Mittag um 12 ist Protestkundgebung vor der Direktion. Es spricht Kollege Röder von der Gewerkschaft. Oh. Und wenn sich jeder von der Direktion stellt, dann schlagen wir den ganzen Laden kaputt. Genau. Wir wollen doch Disziplin bewahren. Was heißt Disziplin, Genossen? Das haben wir lange genug bewahrt. Was haben wir davon gehabt? Ja, nicht. Lohnabbau. 200 Kollegen haben sie auf die Straße gesetzt. Genau, und wir sind die Nächsten. Genossen, jetzt!
Kundgebung, hast du gesagt? Ja, selbstverständlich. Jawohl, Protest. Und wie? Bei der geschlossenen Kampffront der Unternehmer muss die organisierte Abwehr. Wo soll denn diese Protestkundgebung stattfinden? Weißt du nicht? Wernerberg. Wo bleibt die Direktion? Wir wollen Brot und Lohn. Wo bleibt die Direktion? Wir wollen Brot und Lohn. Wo bleibt die Direktion? Wir wollen Brot und Lohn. Wo bleibt die Direktion? Wir wollen Brot und Lohn. Wo bleibt die Direktion? Wir wollen Brot und Lohn. Wo bleibt die Direktion? Endlich stille sein! Kannst du hier nicht lassen, sie singt doch bloß! Wenn so ein kleines Kind nicht mal mehr singen darf. Was ist denn, Aujus? Bist du schon wieder besoffen? Nee, nee. Dann verpasst ihr euch mal auf den Hof und geht spielen. Vielleicht eine Prellung oder Schramm. Bist du verletzt, Aujus? Ja. Hast du dir was gebrochen? Das weiß ich nicht. Lass doch mal die Hose runterziehen. Nee, nicht vor alle Leute. Guten Tag, ich heiße Wolf. Angenehm. Plötzke. Guten Tag, Frau Plötzke. Aber das muss so behandelt werden. Brauchst du nicht genieren wegen dem Herrn. Ist auch nur ein Mensch. Vielen Dank, oh. Letzten Abend hergebracht. Vielleicht sollte man einen Arzt holen? Oh, oh. Hier kommt kein Arzt vorbei. Nur wenn er einen Totenschein schreiben muss. Das wird schon wieder, Aujus. Tut sehr weh. Hast du einen Schnaps, Mama? Nee. So clean. Du weißt doch, dass nicht da ist. So. Mach mal das an Angewind. Geh da ein bisschen spielen, wa? Was ist denn überhaupt hier? Was bist denn für einer? Ich bin Journalist. Aha, Presse. Vorwärts oder rote Fahne oder was? Badener Tagblatt. Baden. Nur willst du sehen, wie es hier so aussieht, wa? Dann kick dir mal um. Damit du die feinen Herrschaften erzählen kannst, wovon wir hier leben. Von der Hand in den Mund. Nur eine Hand ist nichts. Paule, lass doch den Herrn. Wieso denn? Der ist doch von der Presse. Die wollen alle ganz genau wissen. Komm mal mit. Zeig dir mal was. Da drüben, wo die Fenster so kahl sind, das kannst du mieten. Da haben sie sich vergiftet, weil sie keine Hoffnung mehr hatten. Und in Dittloch wohnt Walli Meise. Lungenkrank, 4 Kinder. Mann sitzt 3 Monate in der Plötze. 16 Monate war er arbeitslos. Da hat er für Frau und Kinder mal was zu essen besorgt. Als sie alle satt waren, hatten die Polente abgeholt. Hör auf, Paule! Immer in unser Unilück rumrühren. Wieso denn? Da kann er doch mal was Feines schreiben. Mit den besseren Herrschaften mal so richtig ans Herz geht. Willst du noch mehr wissen? Soll ich da rumführen? Hast die Schnauze voll, wa? Kann ich mir denken. Da,
Anfahrt war gut. Danke. Schwenk. Hey, da ist Rita Moreno, Carlo. Ja! Kinder, sind hier geblieben. Mein Name sollte nicht mit dem Fuß auftauchen. Kann ich schneiden. Schafranski, du erinnerst mich. Mach ich. Bitte. 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 Aus. Aus! Günther? Gut. Kann ich jetzt die Großaufnahme mit der Martella machen? Es ist ziemlich hell, aber wenn ich drei Tüls reinmache... Also, Großaufnahme, Komparserie hat Pause. Frau Martella, fertig machen für die Großaufnahme! Komparserie hat Pause! Ich bitte mir überaus, dass jeder abhaut! Ihr seid noch nicht fertig! Nicht aus! Nur die Nieren sind fertig! Fräulein Taschner, ich habe doch gesagt, Pause. Ich gehe ja schon. Dann haut mal ab, der Chef will mit Frau Martella sprechen. Also, Lia, ich mache jetzt die Großaufnahme von dir. Mhm. Wie du wieder einsteigst in den Wagen und wie du dir überlegst, ob du ihn küssen sollst. Den Wagen? Und, süß. Maske. Na los, habt ihr nicht gehört? Wo bleibt mein Kaffee? Sie? Ja, wenn Sie nichts dagegen haben. Was machen Sie denn hier? Sie haben doch heute Morgen gesagt, Charlottenburger Schloss. Wie kommen Sie über die Absperre? Oh, einfach so, Film interessiert mich. Sie waren übrigens sehr gut. Finden Sie? Ja. Martella spielt ein Star und wir mussten Sie um ein Autogramm bitten. Darf ich mal? Darf ich Sie jetzt auch um ein Autogramm bitten? Machen Sie jetzt über mich lustig? Nein, nein, Sie haben doch gesagt, Sie spielen eine größere Rolle. Ich? Also gut. Ich mache Komparserie, aber mit Text. Das macht doch nichts. Übrigens, so gefallen Sie mir besser, ohne die viele Schminke. Danke. Sie sind noch sehr jung. Was sagen denn Ihre Eltern zu Ihrem Beruf? Mein Vater ist Professor für römische Geschichte in Göttingen. Er glaubt, ich studiere hier, was ich auch manchmal tue. Wenn der wüsste, dass ich Schauspielerin werden will. Sie nehmen Unterricht? Ach, Quatsch. Es kommt doch nur darauf an, einem Regisseur oder einem Aufnahmeleiter aufzufallen. Glauben Sie? Schauspielunterricht braucht man doch nur fürs Theater. Für einen Film wird man entdeckt. Darüber müssen Sie mir mehr erzählen. Sagen Sie, haben Sie heute Abend schon was vor? Nachtigall, ich höre der Tropfen. Nein, nein. Ich wollte zu einer Ausstellungseröffnung. Da gibt es bestimmt sehr wichtige Leute. Vielleicht auch wichtig für Sie. Steck! Oh, Herr Schafranski. Ich wollte was mit dir besprechen. Darf ich vorstellen? Nicht nötig. Du warst vorhin sehr gut. Ja, das hat Herr Dr. Wolf. Herr Dr. Wolf auch schon gesagt. Gleiche Branche? Journalist. Journalist? Naja. Jedenfalls wollte ich dir sagen, dass deine Rolle wahrscheinlich ausbaufähig ist. Und wenn du interessiert bist, kannst du mich ja mal anrufen. Oh, ja. Hier hast du meine Telefonnummer. Da können wir ja mal über die Sache sprechen, ne? Dankeschön, Herr Schafranski. Ja, schon gut. Komm, Passerie, mal herhören. Ich brauche für morgen noch 5 Figuren. Ja. Wollen Sie nicht mit ihm schlafen? Sind Sie verrückt? Erstickter Schrei. Du welkst hinab. Du atmest mich. Die Nachtkuh heult. Die Wispermaus aus. Haben Sie das gestanden? Nein. Ich dachte, Sie haben studiert. Ja, da habe ich gefehlt. Wunderbar. So, meine Damen und Herren, das war was fürs Gehör. Und jetzt gibt es eine Kleinigkeit für ihr. Wow. Bravo. Ja, Franziska. Ja, gehen wir. Ach, sind ja nur Quarkschnipsen. Besser als gar nichts. Oder haben Sie keinen Hunger? Ihr Dadaismus ist mir auf den Magen geschlagen. Wo sind denn nun Ihre wichtigen Leute? Kennen Sie jemanden? Der Abend fängt doch gerade erst an. Ich habe aber nicht so viel Zeit. Ich bin nämlich noch verabredet. Herr Schafranski. Nein, nicht Herr Schafranski. Guten Abend, Herr Dr. Wolf. Oh. Na bitte. So klein ist Berlin. Ja. Entschuldigung, darf ich vorstellen, Fräulein Taschner, Frau Bielstock? Freut mich. Herr Dr. Wolf, Herr Direktor Rabe. Dr. Wolf ist Journalist und kann uns sicherlich erklären, was wir hier soeben zu hören bekommen haben.
Der Dadaismus ist eine Bewegung, die aus Protest gegen den Krieg und seine Folgen zunächst mal die bürgerliche Kultur lächerlich machen will. Das klingt nach Lehrbuch. Stimmt. Ich wusste, wo ich hingehe, habe mich vorher informiert. Man fragt sich, ob der Rezitator sich selber ernst nimmt. Oder ob er nicht sein Publikum vielmehr auf den Arm nimmt und sich im Grunde über das Verständnis amüsiert, das ihm hier entgegengebracht wird. Das würde bedeuten, dass der Mann über der Sache steht. Und so sieht er mir nicht aus. Wie hat es Ihnen denn gefallen, Freund Taschner? Ich fand es ziemlich chaotisch. Chaotisch? Ja. Sehr gut, das ist die Idee. Das chaotische Nebeneinander von Bewusstseinsinhalten darzustellen, um dann nach vollkommener Absurdität von Grund auf neu anfangen zu können. Ich meine, das klingt ein bisschen kompliziert, aber... Also ich gehe davon aus, dass wir das beide verstanden haben. Haben Sie sonst noch was von Berlin gesehen? Mhm. Sehr angenehmes, aber auch sehr schreckliches. Ich habe sehr viel Zeit in den Berliner Elendsvierteln verbracht. Dort herrschen Lebensbedingungen. Das ist unglaublich. Man fragt sich wirklich, wie lange es noch dauert, bis diese Menschen losschlagen. Da Sie sich ja vorher zu informieren pflegen, wissen Sie natürlich, dass es zu allen Zeiten und in jeder Kultur Proletariat gegeben hat. Ich weiß. Aber es ist ein Unterschied, ob man es weiß oder ob man es sieht. Ich muss gestehen, ich bin erschüttert. Und was gedenken Sie zu tun? Was ein Journalist tun kann. Beobachten, schreiben, aufrütteln. Na, dann rütteln Sie mal. Solange unsere Währung nicht wiederhergestellt ist, geht gar nichts. Direktor Rabe ist Aufsichtsrat in verschiedenen Industrieunternehmen. Und Sie, essen Sie gar nichts? Wir hatten noch nicht das Problem. Angelika, Franziska! Oh, das tut mir leid. Inzwischen sind die Platten leer gefegt. Ratze, putze. Ja, dann sollten wir vielleicht in ein Restaurant gehen. Was hätten Sie Lust? Außerdem beginnt heute das Sechstagerennen. Nicht für mich. Ich möchte diese Veranstaltung bis zum Ende miterleben. Ah. Wie spät ist es eigentlich? 9:30. Oh, schon so spät. Da muss ich aber gehen. Auf Wiedersehen und vielen Dank für den Abend. Ja. Wiedersehen. 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 Wollen Sie die junge Dame nicht begleiten? Ich glaube nicht, dass es nötig ist. Bitte, meine Herrschaften, nehmen Sie Platz. Wir machen weiter. Tja, dann die Nachtkuh halt, die Wispermaus, aus. Macht. Guten Morgen. Ach, Freundin Hertha, ich muss wohl noch das Zimmer zahlen für morgen. Ja, die Gnädige ist hinten. Ich rufe sie gleich. Sagen Sie, Fräulein Taschner hat noch nicht gefrühstückt, oder? Ach, die ist noch ja nicht nach Hause gekommen. Was sagen Sie nun? Ach, na, junge Dame muss ja wissen, was sie tut. Was ist denn heute Ihr Programm? Ach, viel. Einige Verabredungen, dann Funkturm, Museum, Zoo. In Zoo würde ich auch mal gerne wieder. Die Giraffe hat was Kleines gekriegt. Das wollen sie Lulatsch taufen. Wiederholig. Wiederschauen. Wiedersehen. Was soll denn der Quatsch? Der sterbende Schwab. Ja, ja, ja. Mach, dass du rinkommst. Wechsel bloß schnell die Klamotten. 7:30 müssen am Atelier sein. Ja, ja, mach ich schon. 5 Minuten. Guten Morgen, Fräulein Taschner. Oh, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Schafranski. Moin. Alter Affe. Jetzt sind noch 32 Stunden zu fahren. Meine Damen und Herren, ich darf Sie hier und Freude anzusagen, dass der berühmte Tenor und der geliebte Richard Körner für den Sieg einen 6-Runden-Sport einen Vorfeld gestochen hat. Immer verrückter spielen, das macht kein Frau Janisch. Der hat nämlich heute in die Kehle. Du, den Sport, den schauen wir uns jetzt mal an. Ja. Na ja, schön verliebt, wa? Unbeschreiblich, das sind wahrscheinlich Mannequins von der Modewoche. Na klar, wenn Sie Ihren Schatz was kochen wollen. Und? Welche gefällt dir am besten? Du. Danke. Ach, Prämie. Da kommen sie plötzlich alle auf die Bahn. Berliner Lokalanzeiger, erste Woche aus Jahre. Gehen Sie mal her. Stresemann bricht passiven Widerstand die Ruhebesetzung ab. Wie viel? Heute Abend eine 500 Millionen, der Herr. Besser eine Laus im Kohl als Jagd in Fleisch.
Besten Dank. Fülle Papier, nichts dahinter. Stresemann bricht passiven Widerstand gegen Bürgersetzung ab. Findest du es richtig? Damit habe ich schon lange gerechnet. Der Mann hat Mut zur Unpopularität. Schaust du auf die Uhr? Ich bin hier mit Dr. Ratsam. Sag mal, ich denke, du bist mit mir verabredet. Aber natürlich, mein Herz. Aber Ratsam hat vielleicht wichtige Neuigkeiten für uns. Er war bei einem Bierabend bei Hjalmar Schacht. Wenn du mir jetzt noch sagst, wer Hjalmar Schacht ist. Zurzeit einer unserer wichtigsten Leute. Der Reichswährungskommissar. Seiner und Gottes Hilfe? Wir wollen an die Mannschaft Nummer 4! Hör auf, meine Glocke zu zählen. Erzähl mir lieber was. Bitte vielmals um Entschuldigung. Ja, hat das so lange gedauert, Herr Doktor? Ja, allerdings nur noch einen kleinen Kreis. Darf ich bekannt machen? Herr Dr. Ratsam, Frau Wirtschock. Nehmen Sie bitte Platz. Danke. Sie konnten hoffentlich in unserem Sinne sprechen. Habe ich versucht. Und wie reagierte Schacht? Sehr unfreundlich. Die Industrie hätte in der schönen Inflationszeit sehr gut verdient. Jetzt müssen sie eine Belastung durch die neue Rentenmark genauso auf sich nehmen wie die Landwirtschaft. Darf ich? Ja, ja. Entschuldigung, die Herren, aber hätten Sie vielleicht für mich auch ein Schlückchen? Nee, der Ärztin, lass mich doch erst mal ausreden. Die Herren müssen erst noch die deutsche Währung retten. Heute Abend, wann denn sonst hier in dem Sinnland? Dann kam noch der Reichsfinanzminister. Aber mit der Laune eines magenkranken Orang-Utan. Da bin ich natürlich gegangen. Bringen wir es mal. Polly, kommt doch mal rüber, hier wird der Shampoos warm. Oh. Bitte, Vicky, vielleicht ist doch noch ein ganz hübscher Abend. Da vorne hat's geknallt. Jetzt warten sie auf die Polente. Also? Trotzdem war es ein kolossal schöner Abend. Die Oper, dieser Sportpalast und überhaupt 5 ganze Tage mit dir. Die Nächte? Die war wunderschön. War? Ich hoffe doch, wir sehen uns jetzt öfter. In Baden-Baden, so oft du willst, aber ich werde wohl keine Zeit mehr haben, mit dir zu verreisen. Wieso? Was soll das heißen? Hans, mir ist klar geworden, dass ich endlich wieder was Vernünftiges arbeiten muss. Nicht im Geschäft meines Vaters und auch nicht als Gesellschafterin. Also im Büro, als Privatsekretärin. Warum kommst du nicht zu mir? Weil du Frau und Kinder hast. Ich kenne natürlich viele Herren in der Industrie, die so jemanden wie dich gerne als Mitarbeiterin hätten. Du bist intelligent, bist taktvoll, selbstbewusst. Und ich kann nicht mal Maschine schreiben. Na und? Das kann man doch lernen. Ja. Kannst du eine Fremdsprache? Schulfranzösisch. Frankreich liegt doch vor eurer Haustür. Du musst doch wohl eine Möglichkeit finden, deine Schulkenntnisse wieder aufzupolieren. Und das bisschen Tippen und Stenografie. Das lerne ich auch noch, meinst du? Aber sicher. Eigentlich ein Jammer. Jetzt, wo sie alles renoviert haben. Tja, die Leute haben kein Geld mehr. Alles Personal entlassen, bis auf Frau Giering. Dass sie sich von diesem Biermann getrennt haben? Das bedauern Sie sicher nicht. Nein, ganz bestimmt nicht. Nationalistischer Schwätzer. Tja, etwas macht mir natürlich wirklich Sorge. Mit der Währung wird ja was passieren. Irgendwie werden sich die Dinge normalisieren, aber ob sich dann die Leute als erstes die Haare schneiden lassen. Will sagen, wovon zahle ich Ihnen dann meine Miete? Aber lieber, Herr Vollmer, seit über 20 Jahren haben wir ein unproblematisches Mietverhältnis. Warten wir doch erstmal ab. Dauernd muss man abwarten. Nichts kommt zum Ende.
Überall verhandeln sie in Paris, Locarno, Genf. Und wir müssen warten, bis es endlich mal besser wird. Die Alliierten geben ja doch nicht nach. Ich weiß nicht, ob es richtig war, dass Stresemann den Ruhrwiderstand abgebrochen hat. Aber Herr Vollmer, jetzt reden Sie auf einmal wie ein Deutschnationaler. Der Ruhrwiderstand hat das Reich täglich 40 Millionen Goldmark gekostet. Er hätte nicht nur die Wirtschaft an der Ruhr, sondern auch die Finanzen des Reiches völlig ruiniert. Und dann hätten die Franzosen das Ruhrgebiet nur noch einzukassieren brauchen. Die Industriebarone waren ja dazu bereit. Tag. Ah, Frau Wildstock. Tag, Herr Rodewald. Donnerwetter, sind Sie aber schick. Sie waren verreist? Ja, in Berlin. Ganz allein? Allerhand Achtung. So ist das. Tag, Victoria. Die Töchter reisen herum. Lassen Sie ihnen das Vergnügen, Reisen bildet. Ja, das sagt man. Ja, dann wünsche ich einen schönen guten Tag. Auf Wiedersehen, Herr Rodewald. Wie geht's dir? Danke. Tag, Frau Björn. Tag, Frau Bielstoff. Bisher hat mir Vollmer seinen tatlosen Ruf in Baden-Baden. Hat sich das geändert? Das kann sich sehr schnell ändern. Wenn sich herumspricht, dass du mit fremden Herren nach Berlin fährst. Und wie du aussiehst. Mit einem mir keineswegs fremden Herrn. Aber müssen wir das alles hier erörtern, wo der ganze Damensalon mithört? Ach, da ist sowieso nichts los. Vater, jetzt hör mir bitte mal zu und reg dich nicht gleich wieder auf. Erstens, was ich tue, verantworte ich selber. Vor mir und vor anderen. Und zweitens, ich muss jetzt endlich was Richtiges lernen. Aha. Mit Schreibmaschine und Stenografie fange ich an. Stenotypiste. Und dann Sprachen. Was soll das werden, wenn es fertig ist? Das weiß ich selber noch nicht so genau. Aber damit ich dir während der Ausbildung nicht auf der Tasche liege, werde ich irgendeine Stellung annehmen. Als Verkäuferin oder als Vorleserin. Es gibt so viele alte Damen... Die alle kein Geld mehr haben. Na, Hirngespinste. Geh doch mal zum Arbeitsamt. Drängeln sich die Leute, die eine Stelle suchen. Aber das muss ich schaffen. Und wenn ich wieder Krankenschwester werde. Weißt du, wie viele ehemalige Kriegskrankenschwestern noch arbeitslos sind? Es gab da mal einen Artikel in einer Zeitung. Jetzt nimm mir doch nicht alle Illusionen. Ich bin so optimistisch aus Berlin zurückgekommen. Du hast mir schon einmal geholfen. Hier im Geschäft. Ich weiß, dass dich das nicht interessiert, aber wenn es nur ein Übergang ist... Herr Direktor, was raten Sie denn? Soll man alles Geld abheben? Was ist mit der Kriegsanleihe? Man kann es im Augenblick nicht sagen. Wird aufgewehrt oder nicht? Kriegsanleihe ist alles Betrug. Aber die Schieber, die sich Sachwerte unter den Nagel gerissen haben. Ich kenne einen, der hat ein ganzes Lager von Emailletöpfen. Wie schön. Herr Rodewald, ja, Sie müssen es doch wissen. Ist denn nach der Währungsreform alles, was wir erspart haben, wertlos? Nein, nicht wertlos. Eine Billion Papiermark wird in eine neue Mark umgetauscht. Das ist dann die Reichenmark. Und alles Vermögen ist futsch. Aber dann können wir uns nur noch aufhängen. So schwarz. Alles nur eine Manipulation des internationalen jüdischen Finanzkapitals. Solange die Marxisten und die Juden bei uns am Ruder sind, kann das Ausland mit uns machen, was es will. Man kann sich doch unqualifizieren. Nicht in einer Wahlversammlung, sondern in einer Bank. Ja. Genauso eine Bank wie alle anderen. Ja. Sitzknechtschaft über die Folter aufrechterhalten. Ja, aber Schluss! Was Sie sagen, ja. Ich gehe schon, Herr Direktor. Aber wir kommen wieder. Deutschland, erwache! Guten Morgen, Herr Doktor. Ich hoffe auf Ihr Mitgefühl. Bitte. Alle meine Freundinnen ziehen sich von mir zurück. Aber übertreiben Sie nicht, Herr Doktor. Sie sollen so viele Freundinnen haben. Die Besten sind auch die anspruchsvollsten. Sie stören sich an meinen langen Haaren. Na, so lang sind Sie ja noch nicht, aber wenn Sie wünschen, bitte schön. Ist Ihre Tochter schon aus Berlin zurück? Woher wissen Sie... Wir haben uns in Berlin getroffen. Ach so. Und da brauchen Sie einen Haarschnitt, um mit ihr Erinnerungen auszutauschen. Herr Vollmer, Kasse, bitte. Augenblick, bitte. Ja. Victoria?
Victoria, Kundschaft. Mhm. Was war das von Ihnen? Eine Wasserwelle. Ach, Herr Dr. Wolf. Wildstoff. Ja, bitte, behalten Sie doch Platz. Meinen Sie das im Ernst? Sicher. Mein Vater hat mich mal wieder als Aushilfe engagiert. Ja, wollen Sie mir etwa auch die Haare schneiden? Leider nein. Ich bin noch in der Lehre. Ja, ich meine, wollen Sie wirklich hier irgendwann... Stimmt nicht. Ich mache eine Ausbildung. In Berlin? Nein, hier in Baden-Baden. Stenografie und Schreibmaschine. Ich glaube, ich wüsste was Besseres. Buchhandlung Jörger. Den Jörger kenne ich. Nach der Währungsreform brauchte bestimmt wieder jemanden. Und seitdem dieser Herr Rabe ihr Interesse für dadaistische Literatur geweckt hat, wäre das eine Möglichkeit. Wissen Sie, es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen Herrn Rabe und Ihnen. Und der wäre? Herr Rabe nimmt mich ernst. Herr Müllersheim. Wer ist das? Der Chefredakteur. Der politische Kopf unserer Zeitung. Guten Abend, Herr Müllersheim. Frau Bierstock. Guten Abend. Guten Abend. Gestatten Sie? Bitte. Danke. Gut, dass ich Sie hier treffe. Ich hatte Umbruch und musste Ihren Kulturbericht rausschmeißen. Was gibt's denn so Wichtiges? Neuigkeiten aus München. Ach, gestern hat doch dieser Hitler im Münchner Bürgerbräukeller einen Staatsstreich versucht. Ja, ich habe das Extrablatt gelesen. Ach, das ist längst überholt. Was ist da überholt, wenn ich fragen darf? Die regierenden Herren, die Hitler gestern Abend zum Mitmachen gezwungen hat, haben in der Nacht alles widerrufen. Und das Neueste. Hitler und Ludendorff haben sich an die Spitze eines Demonstrationszuges gesetzt. Über 1000 Menschen, Kampfbündler, geheime Organisationen, Nationalsozialisten und sind zur Feldherrnhalle gezogen, um ihren Putsch doch noch durchzuziehen. Und? Die Landespolizei hat sie aufhalten und auseinandertreiben wollen. Das kam zum Schusswechsel. 14 tote Demonstranten, 3 tote Polizisten und viele Verwundete. Ludendorff wurde verhaftet. Hitler ist entkommen. Donnerwetter. Wenn dieser Putsch geglückt wäre... Hätten Sie sich das vielleicht gewünscht? Ich weiß nicht, wie Sie politisch denken, Herr Zaus. Das will ich Ihnen sagen, Herr Doktor. Ich bin für Ruhe und Ordnung. Wie üblich, Herr Müllersheim? Ja, natürlich, danke. Tja. Wenn Hitler die Macht an sich gerissen hätte, und er war nahe dran, dann wäre er jetzt auf der Marsch nach Berlin. Ich bin immer wieder erstaunt, wie sich eine Frau verändern kann, wenn sie dem Mann begegnet, der sie sehr interessiert. Jetzt spricht der Frauenkenner. Wann haben Sie es festgestellt? Bei der jungen Hübschen, mit der Sie bei den Dadaisten waren? Bei Ihnen habe ich es festgestellt. Bei mir? Wann denn? Wo denn? Ich war angenehm überrascht, als ich Sie damals in Berlin in Begleitung dieses... Wie war noch sein Name? Direktor Rabe war sein Name. Richtig, Direktor Rabe, als ich Sie da gesehen habe. Sie waren so elegant, sahen apart aus, sehr, sehr hübsch. Dann muss ich bisher ja reichlich spießig ausgesehen haben. Also das kann ich nicht sagen, eher gut bürgerlich. Und meine Verwandlung führen Sie auf Herrn Direktor Rabe zurück? Nach Lage der Dinge muss das wohl so sein, ja. Sie sind ein sehr geschickter Fallensteller. Wieso? Weil Sie doch zu gerne wissen möchten, ob die Beziehung zwischen Herrn Rabe und mir was Ernstes ist. Ja, das möchte ich. Allerdings. Mhm. Und wenn ich jetzt sagen würde, dass es nichts Ernstes ist, dann halten Sie das für eine Aufforderung zum Tanz, nicht wahr? Ja, natürlich. Aber es gibt gewisse Spielregeln. Und wenn man die kennt... Und Sie kennen sie. Ich weiß das. Sie haben nicht umsonst den Ruf eines... Casanova. Das ist übertrieben. Sie sind Routinier und das ist nichts für mich. Gute Nacht, Herr Dr. Wolf. Guten Nacht. Sehen Sie, es gehört doch bestimmt auch zu Ihrer Routine, die Dame, die Sie nach Hause begleiten, zu küssen. Meistens versuche ich es, aber das hängt auch von der Dame ab. Warum versuchen Sie es bei mir nicht? Gehe. Wann sehe ich dich wieder? Vielleicht
Vielleicht überhaupt nicht. Berliner Porzellanmanufaktur. Spätes Biedermeier. Oh yes, antique. I'll take them. $5. Oh nein, mindestens 10. I'm not interested. Wovon sollen wir denn leben? Sie dürfen doch nicht gleich aufgeben. These two pieces interest me. Yeah? Where are they from? What factory are they made in? Yeah. I'm especially interested in this one. Oh, das ist besonders... 793 Sterling. Was Sie da in der Hand haben. Entschuldigung. Bitte schön, den Herrscher. Haben Sie besondere Wünsche? Was möchtest du denn, Schatzi? Ach, ich weiß nicht. Wir haben ja schon alles. Oh, ich möchte Ihnen trotzdem etwas zeigen. Bitte kommen Sie. Alte Gläser. Alte Gläser? Kauft bloß nicht so einen alten Kram, der dann bloß rumsteht. Oh, schauen Sie sich zurück, Mann. Herr Leutnant, das ist aber eine Überraschung. Direkt aus München? Ja. Sind die Eltern da? Aber sicher, Herr Leutnant. Die Frau hat doch heute ihren Bazar. Bazar? Was ist das denn? Naja, das soll sie lieber selber erzählen. Was mit ihr machen? Das ist nicht der Rede wert. Mama? Entschuldigung. Oh, Walter, mein Junge. Mama. Was ist denn mit deinem Arm? Sag mal, was ist denn los hier eigentlich? Ein Bazar. Die verarmte Standesgenossen. Lauter angesehene Damen, die verkaufen müssen. Bist du verletzt? Jetzt gehen wir erst mal zu Papa. Ja. Pauline, bitte passen Sie sich ein wenig auf, ja? Jawohl, mein Papa. Danke. Papa, wie weit bist du mit deinem Buch? Ja, aber Junge, wo kommst du denn her? Ja, aus München natürlich. Nachzug 4. Klasse, ziemlich strapaziös. Dein Arm? Bist du verwundet? Nur ein Streifschuss, Papa. Hast du dich etwa beteiligt an dieser Demonstration? Dieser Herr von Seisser hat einfach Chef der Bayerischen Landespolizei. Stell dir vor, Papa, lässt einfach in den Demonstrationszug reinschießen. Und Ludendorff ist verhaftet. Den verstehe ich überhaupt nicht mehr. Ausgerechnet mit diesem Gefreiten. Diesen Gefreiten braucht Deutschland, Papa. Der sieht unsere Lage wirklich klar. Das kann ein Gefreiter gar nicht. Walter, denk doch erst mal an deine Verwundung. Mama. Warst du schon beim Arzt? Das ist doch lächerlich, Mama. Das hat dein Kommilitone bereits provisorisch versorgt. Ruf bitte Dr. Kleinhans an. Ein Jude? Mama, ich gehe sowieso gleich zu Viktoria. Die war Krankenschwester, die sieht sich das mal an, ja? Viktoria? Ich denke, die Episode wollen wir nun mal vergessen. Ich dachte eigentlich, ich könnte bei euch wohnen. Natürlich kannst du das. Dann gehe ich jetzt zu Viktoria. Immer noch diese Viktoria. Viktoria? Der Junge ist hier, weil er untertauchen muss. Ich will ihn fragen. Walter. Walter, bitte sag es mir. Sag es mir deiner Mutter. Warum bist du aus München weg? Hat das mit diesem Hitlerputsch zu tun? Ach, was? Musst du dich verstecken? Nein, ich habe kein Geld mehr. Ich habe gerade noch 2 Fahrkarte hierher gereicht. Mama, du kannst Papa vielleicht schon mal vorbereiten, dass er... Der hat auch nichts. Seine Pension zerfließt durch eine Inflation, schon in den ersten Tagen des Monats. Er weiß es noch nicht. Und wovon lebt ihr? Ich muss eben verkaufen. Schmuck, Porzellan, Silber. Da habe ich diesen Bazar eingerichtet. Und was kommen da für Käufer? Ich habe in den Hotels Bescheid gesagt, ganz diskret natürlich. Und die schicken dann interessierte Gäste. Und da verhökerst du auch unsere schönen alten Sachen? Aber bitte sag Papa nichts davon. Nein, Mama.
Ich muss dir noch etwas sagen, bevor du zu Victoria gehst. Man redet darüber, dass sie eine Liaison hat. Ein Industrieller im Rheinland. Es geht uns ja Gott sei Dank nichts mehr an. Nicht wahr? Ach, das sind doch Klatschgeschichten. Es ist angenehm so, Frau Kicklers. Ja, danke. Vicky? Weiter. Ja, kleine unvorhergesehene Reise. Was ist denn mit deinem Arm los? Kein Grund zur Aufregung. Kleiner Zwischenfall. Victoria, wenn du hier fertig bist. Ja? Wo kommst du denn her? Woher schon? Aus München. Was ist mit deinem Arm? Bist du verletzt? Ja. Ich wollte dich bitten, dass... Weiter? Vielleicht... Ich möchte wissen, was das bedeuten soll. Moment. Salon Vollmer. Das ist eine Schusswunde. Ja, ein Streifschuss. Ach, du warst dabei vorgestern an der Feldherrnhalle? Ja, natürlich. Natürlich. Die Wunde ist gut versorgt, aber du solltest trotzdem zu einem Arzt gehen, hörst du? Ach, du bist also immer noch imstande, dir Sorgen um mich zu machen. Das kann man auch weniger dramatisch sagen. Victoria, ich glaube, du weißt ganz genau, dass ich nicht nur gekommen bin, um mir den Arm von dir verbinden zu lassen. Sondern? Walter, hör zu, wir haben uns getrennt. Nicht wie zwei trotzige Kinder, sondern wie zwei erwachsene Menschen, die erkannt haben, dass sie nicht zusammenpassen. Und das ist endgültig, verstehst du? Du hast jemand anders, hm? Ja, aber selbst wenn nicht, das würde nichts ändern. Walter! Ich lasse mich nicht gern für dumm verkaufen, das weißt du. Ja, das weiß ich. Wer tut das denn? Außerdem lese ich Zeitung. Du warst doch bei diesem Hitlerputsch dabei. Was heißt hier Hitlerputsch? Ich habe den Marsch zur Feldherrnhalle mitgemacht. Denkst doch an die Folgen dieses Putsches, auch für dich. Nach dem Leitartikel des heutigen Tagblattes war das eindeutig Hochverrat. Ja, das kann ich mir vorstellen. Diesen Artikel hat sicher wieder dieser Herr Dr. Wolf geschrieben, was? Du bist reichlich geschmacklos. Alter! Ich habe deinetwegen schon Sorgen genug gehabt. Mit dem Hof, den ich euch gekauft habe, seid ihr nicht fertig geworden. Eure Ehe ist auseinandergegangen. Vater, was soll ich das möchte denn? Dich bitten, uns nicht auch noch in deine politischen Geschichten hineinzuziehen. In Baden-Baden habt ihr mit eurem Hitler sowieso keine Chancen. Meinst du, weil ihr hier immer nur an euer ewigen Gurgeltrieb denkt? Aber wir denken an Deutschland. Und das eine sage ich dir, mit Adolf Hitler an der Spitze werden... Der ist ja nur erstmal runter von der Bühne. Er kommt wieder. An den glaube ich. Ich habe in München mindestens ein Dutzend Mal reden hören. Mitreißend. Einfach mitreißend. Und noch etwas. Unter seiner Führung werden wir dafür sorgen, dass die Novemberverbrecher von 1918 tot oder lebendig in die Hände einer völkischen, einer nationalen Regierung geliefert werden. Tot oder lebendig? Sag mal, ist dir eigentlich klar, was du da sagst? Ja, ihr werdet es erleben. Auf Wiedersehen und vielen Dank, Vicky. Ich gehe wieder runter.